Morgen setzte Segel gen Florida, aber er hatte nicht mit dem Wirbelsturm gerechnet. Oh, sieht das gut aus. Einen solchen Sturm hatten die Ritter noch nie gesehen. Er traf das Karibische Meer mit voller Wucht und hinterließ die jungen Kolonien in Trümmern. Krass. So, liebe Zocker-Launcher, ich hoffe, man hört mich. Fangen wir mal so an, ja? Also, neuer Streaming-PC, jetzt vielleicht fertig konfiguriert. Schauen wir mal. Und ich weiß aber nicht, ich wusste ja, ich muss Age of Empires ein bisschen leiser machen. Wir sind jetzt in der Vollversion, nicht mehr in der Preview-Version. Das alles noch so ein bisschen anders, bisschen besser vielleicht. Sounds gut. Okay, danke, Henny. Ich hoffe, ihr hört auch jetzt im Hintergrund die Spielmusik, ja? Und dann sollte das hoffentlich jetzt alles passen. Wir sind die Lags für immer los. Es sei denn, es laggt wirklich, ja. Weil mein Rechner zu schwach ist, der, wie alt ist er denn jetzt? 6 Wochen alt ist, ja. Okay, kann ja passieren. Das Intro vom Spiel ist besser als im Original. Ich kenne das Original nicht, tatsächlich. Du hörst dich normal an, geil. Danke, Morbus. Ich finde dich auch geil. Wisst ihr, was auch geil ist? Ich habe noch so ein Österreich-Bier gefunden vom guten Fatal Error. Okay, gehen wir mal den Chat durch. Hallo Hase HD, hallo TT. Audi TT vielleicht. Hallo Martin88, hallo Flo, hallo Morbus Willi, hallo Henny. Hallo Lurks, hallo Cold Flame. Aber da waren doch noch mehr, oder? Tja, oder auch nicht. Oder ich sehe sie nicht. Meine, was auf jeden Fall noch nicht funktioniert, ich sehe nicht, wie viele Zuschauer ich habe. Blöd. Okay, Leute, also, folgendes Problem. Ich würde gerne weitermachen, beziehungsweise wir können ja mal gucken, was jetzt hier neu ist. Also man kann jetzt in der Kampagne auch direkt die Feuer- und Schattenkampagne und die Asiaten-Dynastien spielen. Da habe ich auch voll Bock drauf eigentlich. Das ging in der Preview noch nicht. Man kann jetzt historische Kämpfe machen. Das ging auch nicht. Keine Ahnung, ja, ob das geil ist. Was gibt's noch? Gefecht. Gucken wir einfach mal kurz durch. Das ist einfach nur simples Geplänkel. Heimatstadt ist klar. Was ist Kriegskunst? Wäre was für mich, ja? Also so eine Art Tutorial-Wirtschaft zu beginnen. Oh, ist eigentlich cool, dass sowas drin ist. Was? Florieren? Seeschlachten? Das sind aber Videos, ne? Okay. Tools, was haben wir hier? Lernprogramm. Okay. Szenario-Editor, Mods. Mods? Installierte Mods, keine. Ja. Okay, schön.
Wäre mir jetzt auch egal, ehrlich. Sonst haben wir noch Kompendium. Okay. Und Multiplayer-Modus natürlich. Und das, Leute, ist... Was haben wir denn hier? Spielsuchen? Zwangloses Hosten? Ranglistenspiel? Das wird dann am Samstag, wenn wir... ich könnte einen Zocker-Lounge-Clan gründen. Ach, das sollen andere machen. Das könnte mal Hase HD machen oder so. Zocker-Lounge-Clan gründen. Ich hoffe ja, wir sind ja eigentlich nur zu viert am Samstag. Ich hoffe ja, dass sich noch ein paar finden, die mitspielen. Der Henny zum Beispiel, der ist doch eigentlich immer dabei. Oder der Flo, der könnte auch mal Age of Empires mitspielen. Dass wir wenigstens ein 3 gegen 3 machen könnten. Das wäre schon cool, Leute. So, okay. Dann müssen wir uns noch ein bisschen durchcheaten. Wie gesagt, Speicherstände konnte ich nicht übernehmen. Klicken wir uns da rein bis an die Stelle, wo wir waren. Und dann machen wir einfach mal weiter. Jetzt. Was ist jetzt los? In Age of Empires 3 Kampagnenmission erhalten Sie für Neues, jede Reaktion Erfahrungspunkte ganz oben im... Toll, jetzt bin ich Stufe 1, weil ich mich durchgecheatet habe und habe 0 EP. Und überhaupt ist meine Stadt schwarz. Cool. Scheiß auf die Schwarz. Auf die Stadt. Morgan ist auf dem Weg nach Florida. Er hofft, den Mondsee vor den Spaniern zu erreichen. Aber ein Wirbelsturm bringt seine Schiffe vom Kurs ab und zwingt ihn, in Kuba an Land zu gehen. Der Wirbelsturm. Oh, fuck. Morgan setzte Segel gegen Florida, aber er hatte nicht mit dem Wirbelsturm gerechnet. Oh, sieht das gut aus. Einen solchen Sturm hatten die Ritter noch nie gesehen. Er traf das karibische Meer mit voller Wucht und hinterließ die jungen Kolonien in Trümmern. Das Schiff muss eine ganze Weile ins Trockendock, bevor es wieder seetüchtig ist. Keine Zeit dafür. Wir müssen in See stechen. Wenn ihr damit nach Florida wollt, müsst ihr die letzten 100 Meilen schwimmen. Seid froh, dass ihr bei einem solchen Wirbelsturm überhaupt einen Hafen erreicht habt. Da wir von Wirbelstürmen reden. Sieh an, Morgan Black. Die neue Welt hat euch also doch am Leben gelassen. Was höre ich da von Florida? Nichts, das euch etwas anginge. Ach, kommt schon. Ihr habt meine besten Schiffe versenkt. Herr Lissi. Ihr schuldet mir ein wenig Höflichkeit. Macht ihr Jagd auf die Schatzflotte? Ei, wir sind hinter den Spaniern her, aber wir wollen nicht ihr Gold. Wenn ihr uns nach Florida bringt, gehört es euch. Das gefällt mir. Ihr Ritter beschäftigt die Spanier und ich mache mich mit der Beute davon. Ich fürchte nur, dem seid ihr nicht gewachsen. Ihr etwa? Eure zerlumpten und unterernährten Piraten nehmen es bestimmt nicht mit einer Armee von Konquistadoren auf. Schon gut. Aber ich segle nun mal nicht gerne mit Rittern. Vielleicht lasse ich ja euch und eure Männer auf mein Schiff. Aber zuerst müsst ihr euch beweisen. So, Leute, los geht's. Beweist, dass ihr würdig seid, mit mir zu segeln. Und ich bringe euch nach Florida. Okay. Mir einen Namen auf diesen Inseln zu machen, sollte Lizzie beeindrucken. Was? Ich muss irgendwie meinen Ruf verbessern. Dann lass uns erstmal in die nächste Bar gehen. Der Wirbelsturm hat uns so weit vom Kurs abgebracht, dass wir keine Lieferungen aus Malta mehr erhalten. Sir, die Indianer greifen einige der Siedler an. Wir sollten diese Siedler beschützen. Kommandement? Avant! Kommandement? Komm auf, Attacke! Auf, Leute. War gerade die Fragen im Chat. Wie. Danke, Freunde. Nehmt euch, was ihr braucht und fühlt euch wie zu Hause in Havanna. Havanna? Die Blasrohrkrieger sind schwach gegen Kavallerieeinheiten. Wir sollten einen Stall errichten und mehr Kavallerie ausbilden. Oh, wie ich gerade schon wieder überfordert bin. Was haben wir denn hier alles? Da wird Holz gehackt, da hinten kann kein Gegner kommen. Wie ich hörte, hatten die Kariben Havannas Handel mit dem Rest von Kuba unterbunden. Wir sollten das Gebiet sichern und den Handelsposten wieder aufbauen. Aber Vorsicht, es gibt vielleicht noch mehr feindliche Eingeborene. Habe ich ein Dorfzentrum? Hier. Fleisch haben wir schon fast, wir brauchen ein bisschen mehr Holz. Wir werden wahrscheinlich auch Häuser brauchen, oder? Nö, geht eigentlich.
Sonst würde ich gerne noch ein paar Updates machen. Das ist hier ein wichtiges Update. Wo kann ich die Holzfäller-Geschichte updaten? Hier. So, also nochmal, die gute Nachthase. Auf die Frage zurückzukommen, wie die Grafik von Age of Empires 3 im Verhältnis zum neuen Siedler ist, ist es natürlich ein bisschen müßig, weil sich ja am neuen Siedler jetzt theoretisch wieder alles verändern könnte. Aber das neue Siedler, ja, das sieht so dermaßen Bombe aus, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Das hier, also Age of Empires, ist schon richtig hübsch für ein Strategiespiel, aber Siedler, das schießt wirklich komplett den Vogel ab. Grafisch, wirklich krass. Wunderschön. Ja, los! Wie viele arbeiten hier eigentlich? Wie sieht man das am besten? So, markieren 4, 3, da ist auch noch viel Luft nach oben. Und irgendwas hat er mit Pferden gesagt? Ist das ein Stall bauen oder so? Hab ich keinen? Hi, Caro. Ja, Henny, bald hast du es geschafft. Was haben wir denn hier hinten? Was ist das denn? Viehstall? Zuchtwahl? Schaf. Ah, cool. Und die kann man dann im Prinzip irgendwo hinkarren oder direkt da Dorfbewohner hinschicken, die dann schlachten oder wie? Das ist ja lustig. Ein paar Bogenschützen hier hin. Auch wenn ich gelesen habe, dass die eigentlich voll useless sein sollen. Die Caro möchte bestimmt ein Kissen bestellen. Würde ich jetzt mal tippen. Nächste Zeitalter, dafür brauchen wir. Ja, wir könnten die Zeit ja mal nutzen, ein bisschen scouten. Was macht die hier? Hä, was passiert denn jetzt? Die nimmst du mit oder was? Die schlachtest du erst? Warum ist. Was ist hier? Handelsposten. Was auf der Karte so gelb markiert ist. Seht ihr eigentlich die Karte? Ah, so ein bisschen seht ihr sie. Mist. Könnte ich vielleicht mal eben noch mein Bild. Ja. Ach, ich bin ja lustig. Ich habe die falsche Webcam an. So, das ist die Age of Empire Cam. Jetzt sind. So. Gold. Schön. Und im Prinzip können wir ja dann unsere Truppen auch schon irgendwo hier parken, ne? Oh. Kannst du irgendwas tun? Special Move, hau rein. Ja, einer hat's umgenört. Was? Genietet. Jetzt krepiert er gleich wieder. So, ihr schießt schön alle auf den gleichen. So useless sind die nicht, also gegen Eingeborene halt, ne? Feuer, 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 Feuer. So, morgen, ne? Stehst du wieder auf. Gut. Können eigentlich gleich weiterkämpfen. Leichtes Greenscreen flimmern auf der linken Seite im Hintergrund. Ich sehe nichts. Ja, haust du die jetzt weg, die Schafe? Jetzt funktioniert es.
Hä? Jetzt laufen die Schafe zurück. Was bringt das? Yes. Yes, yes. Voll keine Nahrung und so. Ich kann die Schafe ja selber irgendwo hinschicken. So. Und jetzt sage ich, ihr haut das Schaf weg. Geht doch. Doch kein so cooles Gebäude. Sieht man, wenn ich über hellen Stellen bin, wie Sand. Sollte weg sein. Ach, das geht wieder nicht, weil dann... Kommt mal her und haut mal den... Dingens um. So, du schlachtest Schafe, schön, wir fällen Holz, da haben wir jetzt genug, wir brauchen jetzt aber noch ein bisschen mehr Essen. So, wir haben hier, wie gesagt, 4, das können wir auf 8 aufstocken. 1, 2, 3, 4, machen wir mal. Und ihr habt... Na, das ist so ein Treffpunkt hier, ne, für die Indianer. So am Feuer. Ja, aber die Party habe ich jetzt aufgemischt. So. Updates. Was haben wir hier? Jagdhunde, mach mal. Mach ruhig mal. Mein Schiff, können wir da was machen? Nö. Generell Hafen. Nehmen Sie den Handel mit dem Rest von Kuba auf. Erlangen Sie 8000 EP, bevor Litzy nach Florida segelt. Okay, Frage an Martin. Was ist ein EP? 8000, wo habe ich denn eine EP-Zahl? Hä? Yes, Hunte. Tiliere. Schau, die kennst du hast. Wie man EP kriegt. Der Martin muss das wissen. Hier können wir einen Handelsposten bauen. Was ist eigentlich hier hinten? Oh oh. Da liegen lauter Tote. Was ist hier los? Warte mal. Was soll das hier wieder werden? Leute, was soll das hier wieder werden? Also, dass die nicht einfach automatisch den Nächsten angreifen, das nervt mich. Gibt es eine Angriffstaste, Martin? Kann man irgendwie Taste A? Ah, Taste A ist es ja nicht. Und da wird einfach gekämpft? Das fehlt mir hier total. Bis die mal anfangen zu kämpfen, ist schon so oberassi. Jetzt acht. Das doch gleich mal haben. 1200, ja komm. Stufe 3, wir nehmen. Ich hab nicht genug Gold. Bei Handelsposten, okay. Wo ist mein Supi-Held? Wo ist er denn? Ist der irgendwo krepiert?
Schauch. Nee, er steht hier unten. Okay. Nein, er ist wirklich krepiert. Mal wieder. Okay. Ist ja nicht so, dass das mir nicht ständig passieren würde, aber... Okay. Gut, dann bau mal den Handelsposten. So. Derweil schnappen uns einen Dorfbewohner, der sammelt das hier ein. Zurück. Update auf Stufe 3 läuft nicht. Wie ich hörte, habt ihr hier einiges Gutes getan morgen. Könnt ihr auch mir einen Gefallen tun? Dieser Indianerjunge hier braucht sicheres Geleit zurück zu seiner Familie. Oh. Dieser Indianerjunge. Auf der nächsten Insel. Findet die Indianer, die sein Kanu gestohlen haben. Setzt dann damit zur nächsten Insel über. Okay. Kriegen wir hin. Ich möchte aber erst noch hier irgendwie mal so ein bisschen aus... Was weiß ich, mal so einen Turm bauen oder so. Geht doch bestimmt. Und dann möchte ich mal gerne ein paar Updates machen für meine Truppchen. Ach Gott. Bau mal ein paar Truppen. Ich glaube, ich habe gleich auch keine mehr, ne? Oh, läuft ziemlich scheiße. Mal wieder. Komplett vermasselt. Da bringen mir auch die drei hier nix, die jetzt hier nachkommen. Tötet sie. Was ist denn das jetzt hier? Ein Händler bestimmt. Morgen, tu was für dein Geld, komm schon. Okay. Leute, wir brauchen ein Update. Ich bin doch nicht im dritten Zeitalter. Wie viele kann ich bauen? So viele. So, wir brauchen mehr Nahrung. Nahrung, 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 Nahrung. Daher, hier sind jetzt drei, glaube ich, nur. Ja. Vier. Nicht nachlassen, Männer. Noch 10 Minuten, bis Lissy Segel setzt. Was? Zeitlimit? Tilliere? Yes? Ich habe ein beschissenes Zeitlimit. Puh. Da wäre auch noch ein Schatz. Reiter, kommt mal kurz her, macht mal geschwind. Würde mich echt mal interessieren, warum das Bild ab und zu mal so ein bisschen so vibriert. Was der Blödsinn soll. Drittes Zeitalter, ja, okay, du hier Schatz holen und wieder Gold hacken. So, so, so. Und dann, wir machen hier Update. Und mit denen spielen wir ja auch. Dann machen wir die auch Update. Jetzt haben wir hier... macht Sinn. Auch hier unten wäre ein Tier.
Leute, da geblieben, ja? Wer schießt denn hier eigentlich von euch? Wir hatten hier eine Knarre. Ich bin doch gewohnt, statt. Ach so, was ich noch machen wollte, das machen wir jetzt mal eben noch. Ich wollte das HUD kleiner machen. UI-Option, ich meine, das geht hier doch. HUD-Skalierung. Wie sieht's jetzt aus? Genauso? Genauso? Egal. So, dann schlagen wir uns mal. Hier, was habe ich hier? Nahkampfmodus? Deckungsmodus? Alter, was ist denn das jetzt hier wieder? Spielzeit anzeigen? Postkutsche leveln beim Handelsposten. Schau, Kühe, das ändert natürlich alles. Nicht? Jetzt habt ihr keine Bögen mehr, jetzt habt ihr Armbrüste. Nice. Der gehört jetzt mir. Okay, und wie viele Truppen kannst du? Ja, genau! Alter, mein Boot brennt. Ringe Lissi rüber. Der geht bestimmt drauf, aber ist ja nur optional. Können wir euch alle aufladen? Ja, nee, klar, ne? Ihr passt auf das Boot drauf. Vielleicht ist es ein gefaktes U-Boot. Und die sind alle unter Wasser in einem anderen Raum. Deshalb passen da so viele Leute rein. Was fehlt mir? Häuser. Eh klar. Commandement. Uricht, 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 Uricht. Forster. So, was geht hier? Hast du ihn ausgeladen? Komm, bitte sag, dass der Stamm ist. Ja, es ist auch der Stamm, ne? Hier musst du hin. Yeah, Primärziel erreicht. Ah, aber Sekundärziel doch auch, oder? Ihr habt euch hier wahrlich einen Namen gemacht. Alter, lauf rein. Bringen Sie morgen zu Lissi, bevor sie das Segel setzt. Janischen Freund haben wir gesagt. Ich habe diesen jungen Krieger nicht mehr gesehen, seit er sehr klein war. Bringen Sie die da ihr meinem Volk geholfen habt, werde ich eurem helfen. Welche verirrte Herde?
Südlich von hier haben Männer mit langen Gewehren ein Heiligtum gestohlen. Bringt es zurück und die Kariben werden euer Dorf nicht mehr angreifen. Jo, ich habe leider nur noch 3 Minuten. Diese Krieger werden euch unterstützen. Okay, nur noch 3 Minuten, bis Lizzie ablegt. Oh nein. Ran an die Kanonen, Leute. Oh nein. Oh nein. So, der ist doch da dann morgen. Wo muss ich hin? Da ist Lizzie. Die haben keine Schrosse gelegt. Morgan Black. Schafft eure Männer an Bord. Ich bringe euch nach Florida. Egal. Okay. Yeah! So, und schon sind wir Stufe 3 und können in unserem Dorf irgendwas anpassen. Vielleicht kann da Martin auch mal in den Chat schreiben, was das eigentlich bringen soll, der Blödsinn. Mal gucken, ob der Bug jetzt weg ist, wenn wir jetzt den Feuerspucker aktivieren. Ist er dann auch da? Ist das der hier? Ja, Postcode. Okay, ich habe nicht genug Punkte. Immer in den Nahkampf gegen Kanonen heißt bei den Truppen auf den Button mit dem gekreuzten Schwertern drauf. Der Satz gibt überhaupt keinen Sinn. Spiel.